Hallo Freunde, ja, ich möchte heute kurz über Tadesland sprechen, weil ich im Stream oft gefragt werde, ist das Pay to Win? Die kurze Antwort darauf ist ja, es ist Pay to Win. Ist es ein schlimmes Pay to Win? Für ein Asia-MMO definitiv nicht, aber es ist Pay to Win auf jeden Fall. Ich zeige euch warum. Also, es ist Free to Play. Die Ingame-Währung, also die Währung, die man mit Echtgeld kaufen kann, sind diese Kristalle. Wir gucken, also 60 kosten zum Beispiel 1,09 €. Und mit denen könnt ihr Cosmetics kaufen. So ein bisschen Convenience-Sachen, also wie Backspace und sowas. Aber ihr könnt jetzt auch hier in dieses Fenster gehen, in das Handelsfenster. Und diese Kristalle verkaufen. Und dann kriegt ihr das Gold. Also ihr könnt mit dem durch Echtgeld gekauften Kristallen Ingame-Währung erwerben. Das ist ungefähr so wie der Token in WoW, falls das Leute von euch kennen. Warum ist es jetzt ein Vorteil? Das ist ein Vorteil, weil ich mit diesem Ingame-Gold dann zum Beispiel diese Edelsteine kaufen kann. Diese Edelsteine lassen sich in Items reinzockeln und sind schon ein ganz schöner Boost. Das bringt auf jeden Fall Ingame-Vorteile dann. Des Weiteren kann man mit Gold auch noch diese Emblemtruhen kaufen. Die Embleme setzt ihr in dem Schiff in Stein an, was euch auch kleine Boosts gibt, aber es ist auf jeden Fall ein Boost. Ihr könnt natürlich Tränke mit Gold kaufen und ihr könnt euer Handwerk pushen. Und das ist eigentlich auch eine große Sache, weil ihr könnt die Materialien kaufen. Hier zum Beispiel das Alchemiezeug. Und das boostet euch insofern, da das Handwerk in dem Game an euren Elan gebunden ist. Also ihr könnt pro Tag nur immer eine gewisse Menge an Sachen herstellen oder Sachen abbauen, weil alles Elan kostet zum Herstellen. Und wenn ihr jetzt die Materialien im AH kauft, im Handelsboss kauft, dann spart ihr euch das und könnt natürlich mehr Gegenstände herstellen, was euer Handwerk schneller leveln lässt, euch da boostet. Tadesland ist jetzt auch noch auf eine weitere Weise monetarisiert, und zwar über das Monatsticket, also so einen Season Pass. Das kann man jetzt einfach als Abo sehen, wie es auch WoW zum Beispiel hat. Ist halt wieder die Frage, also ich habe ein Free-to-Play-Game, okay, das ist schon mal gut, aber ich habe halt dann die Monetarisierung über diesen Kristallshop und ich habe eine Monetarisierung über diesen Season Pass. Also das ist ja das Problem heutzutage, finde ich, dass Spiele mehrfach monetarisiert sind. WoW zum Beispiel ist sogar dreifach monetarisiert in dem Sinn. Und ja, das ist halt so ein bisschen fragwürdig. Ist jetzt hier zum Ausprobieren nicht sehr teuer und das bietet halt auch Vorteile wie mehr EP, mehr Rufbelohnung, dass man keine Gebühren im Handelszentrum zahlen muss, dass man beim Verkauf nicht so viel Steuern hat und dass man in Truhen mehr Drops hat zum Beispiel. Also das sind jede Menge Buffs, die man sich halt dann schon holen will, wenn man das Spiel einigermaßen ernsthaft spielen will. Ist jetzt auch hier preislich, finde ich aber okay. Ist das Ganze jetzt ein Problem? Ja, das Ganze ist insofern ein Problem, da dieses Spiel heftig auf Leaderboards setzt. Sprich, es gibt für alles, für Raids, Dungeons und so, für alles gibt es Leaderboards. Sprich, ihr messt euch mit anderen und wenn ihr da mithalten wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich reincashen. Es ist super, dass bei der Arena, also für die PvP-Leute, ich kann es das jetzt nicht zeigen, weil Arena noch nicht im Spiel ist. Aber Arena hat einen Modus, wo das Equip angegleicht wird, sprich, da hat man keinen Vorteil, kann man sich keinen Vorteil erkaufen. Aber es wird halt auch open, es gibt auch diese Battlegrounds, wo es dann nicht so ist, wo ihr einen Vorteil habt mit besserem Equip. Es gibt dann sicher auch irgendwelche Open PvP-Events, wo ihr den Vorteil haben werdet. Also, ja, es braucht keiner sagen, wie die Entwickler sagen ja auch immer, oder Publisher, das ist kein Pay-to-Win, also das Spiel ist definitiv Pay-to-Win. Kein super schlimmes Pay-to-Win, gerade für ein Asia-MMO ist es okay. Game macht trotzdem Spaß. Es ist sehr sauber programmiert, spielt sich auch auf Mobile sehr gut. Also könnt ihr Bosse besiegen, wenn ihr auf der Toilette seid. Wer will das nicht? Spaß beiseite. Also man kann reinschauen für Free-to-Play. Wenn man es ernster nimmt, muss wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ansonsten sage ich wieder danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.